Da bin ich nochmal und zwar habe ich mir überlegt, weil ich selber gerade übelst in dieser Haarpflege-Testphase bin, dass ich darüber vielleicht ein Video machen sollte und ja, da bin ich damit und zwar habe ich schon vor mal geraumer Zeit, ich weiß es nicht genau, wie lange es her ist, schon mal, ich meine, es waren auch 3 Haaröle im Test gehabt. Mittlerweile gibt es dann da natürlich bekanntere Sachen, beziehungsweise gehyptere oder beliebtere Sachen. Und dann habe ich mich mit denen natürlich mal probiert. Ich glaube, vorher waren es alles Schwarzkopf-Geschichten und irgendein Syoss, ein Gliss-Kur. Ich weiß es gar nicht. Definitiv weiß ich, dass ich aufgebraucht kein einziges von denen habe. Ah, und Kerastase-Öl hatte ich, glaube ich, auch eins. Nun. Aufgebraucht habe ich bis jetzt schon mal eins, und zwar das, was die wahrscheinlich die meisten kennen, alleine damals aus der Glossy Box, dieses Moroccan Oil Arganöl. Ich persönlich hatte jetzt mir die 25 ml Flasche gekauft, also das war nicht diese kleine aus der Glossy Box oder so, sondern ich habe die wirklich gekauft. Und zwar ist das die Light-Version gewesen, da ich ja zu dem Zeitpunkt noch blondierte Haare hatte. Soll es für aufgehelltes Haar einfach besser sein. Wie man sieht, also es ist wirklich leer. Ich habe es aufgebraucht. So im Großen und Ganzen war ich eigentlich recht angetan davon. Muss aber dazu sagen, ja, dass es sich für mich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob synthetisch das richtige Wort dafür wäre. Also man hat so das Gefühl gehabt, wenn man das so auf die Haare macht, dass es sich wirklich nur ja, oberflächlich drauflegt, aber nicht irgendwie was ist, wo man jetzt denkt, boah, damit saugen sich jetzt meine Haare voll, das ist super gut und das, ja, weiß ich nicht, das Gefühl hatte ich irgendwie nicht so sehr. Geruchlich war es angenehm, für mich fast ein bisschen maskulin, aber es war okay. Dann als zweites Produkt im Test, weil ich sowieso immer schon mal testen wollte, war auch dieses, was jetzt in meinen Monatsfavoriten war, dieses Orofluido. Spanien. Wisst jetzt nicht, wozu das gehört. Auf jeden Fall dieses hier, wie man sieht, auch schon gut getestet. Das ist dickflüssiger als das Moroccan Oil. Ist auch so gelb, wie man hier sieht. Und so gelb, wie auch das Moroccan Oil war. Das gefällt mir besser. Viel besser, riecht ganz okay. Ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, brauche ich unbedingt. Aber es ist auch jetzt nicht störend. Also das ist eine ganz tolle Sache. Auch dazu gibt es, wie zu dem Moroccan Oil, Shampoos und Masken und so weiter und so fort. Die Maske habe ich ja auch dazu. Finde ich auch super gut. Und das dritte im Test habe ich jetzt nicht als Original da, sondern habe da mal eine Abfüllung bekommen. Und zwar habe ich das hier. Das ist dieses Garnier Fructis Wunderöl, das wo jetzt in der Pinkbox war. Dazu muss ich sagen, das ist, wenn man mal genau hinschaut, das erste, was wirklich klar wie Wasser, also du richtig komplett durchsichtig, nicht so gelbstichig wie die anderen ist. Also nein, es ist das dünnflüssigste, würde ich sagen. Also es ist sehr, sehr flüssig. Kommt einem auch wirklich, wenn man es jetzt so auf die Hand gießt, vor wie, grob gesagt, Salatöl. Vom Geruch her, wie Sonnenmilch oder Sonnenlotion, Sonnenöl finde ich ein bisschen an dieses Hawaiian Tropic. Also ist jetzt so nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Es gefällt mir am allerbesten geruchlich von allen anderen. Ist aber wie gesagt das leichteste. Ich habe das jetzt vor uns auch mal drauf geschmiert. Die Haare sind jetzt nicht fettig, fallen aber im Vergleich zu allen Ölen am strähnigsten. Wie sich das so weiter verhält, werde ich mal testen. Also ich werde das Döschen wohl aufbrauchen und dann mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, geruchlich gefällt es mir am besten. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es das hier so die Mittelklasse wäre. Für mich bis jetzt das Schlechteste in dem ganzen Test war das Moroccan Oil im Mittelfeld. Und ich denke, Preis-Leistung ist da okay. Ist dieses Garnier Wunderöl und der Spitzenreiter ist für mich absolut dieses Orofluido. Öl, es ist schön dickflüssig, angenehm im Geruch. Es gibt die komplette Linie dazu. Ich glaube sogar bei dem Garnier auch, bei dem Moroccan Oil auch. Ja, die Haarmaske dazu ist auch wunderbar. Bei Fructis bin ich ja ein bisschen zurückhaltend, weil ich damit in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den Sachen.
Aber das wäre jetzt so mein erster Eindruck zu den drei Sachen, meine Klassifizierung dazu und die Begründung natürlich auch dazu. Also wie gesagt, wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben will für dieses Orofluido, denke ich, ist mit dem Garnier Wunderöl ganz gut bedient. Hier muss man aber wirklich sehr, sehr sparsam sein, würde ich sagen. Hier kann man noch mal einen Tropfen mehr drauf packen und das stört absolut nicht. Also alles in allem sind alle okay, aber ich finde, der Hype zu dem Moroccan Oil ist übertrieben. Ich habe ja auch aktuell noch den Conditioner und das Shampoo dazu. Und muss ganz ehrlich sagen, diese finde ich auch gut, aber auch da ist das doch irgendwo überteuert. Also meine Lieben, das nur mal so als kurzer Zwischenstand zu meinem zweiten Dreiervergleich der Haaröle. Wie gesagt, alle die hier finde ich bis dato besser als alle drei, die ich vorher getestet habe. Aber ja, ich weiß, dass es im Einzelhandel mittlerweile noch viel, viel mehr Öle gibt. Ich bin aber wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ich werde mal schauen, ob ich da noch weiter auf irgendwas drauf eingehe oder einfach bei meinem Orofluido bleibe. Aber man muss ja ehrlich sagen, die Flasche ist sehr, sehr groß. Da werde ich noch lange Spaß dran haben. Und wenn ihr wollt, mich würde mal interessieren, wie eure Haarölerfahrungen sind und auf was ihr so schwört. Also, bis ganz bald. Ciao!